Dann bist du ready? Ja. Okay, dann steigen wir auf den Agi. Wieso? Wir gehen doch zum Megalodon nur. Wir fliegen dahin. Oder wir können auch Ach laufen. komm. Nämlich einen Raptor und laufen wir eben dahin. Du musst auch mal deine Füße hier in Arc bewegen. Die Füße meines Raptors bewege ich. Okay, dann nimm du dir schon mal den Megalodon mit der meisten Stamina, weil du musst dann gleich die wegpullen, die Gegner. Die Rochen. Okay, wie viel hast du? Ups. Du hast 350 Life. Die Taucherflasche, sobald du die anziehst, zieht die Durability. Okay. Deshalb, ja. Also du hast beide das Taucher jetzt dabei, auch bei dir, ne? Okay. Ich drop dir mal hier Mein ins Wasser noch Gipfel da. 8 Lazarus-Suppen. Die lassen dich länger atmen unter Wasser. Ich glaube auch, dann verbrauchen wir weniger mit dem Taucheratemgerät. Okay, klar. So, wie viel Dings haben die jetzt, ist die Frage. Wie viel? Der hat 480, deiner, der 35 hat 415. Dann nehme ich den 35er. Soll nicht das Atemgerät anziehen? Genau, erst wenn du halt das brauchst. Aber den Rest kann ich, glaube ich, anziehen, schon Ja. mal. Dann machen wir ihn einmal auf hoch. Warum kann man unter Wasser pfeifen? Was soll das? Gute Frage. Neben mir ist, glaube ich, ein Delfin. Ja. Lass mal die Quallen kurz wegkillen, bitte. Mit der Armbrust? Ja. Ich treffe gar nichts. Ja, Mann. Hallo? The fuck? Da muss ich mal normale Pfeile ausrüsten. Nein, hi, weg, weg, Ja. weg, weg! Hab ich gerade bemerkt. Bam. Muss ich zum Schießen No! aussteigen? Ja, klar. Schnell, mach! Die Quallen killen mein Hai gerade. Holy shit, wir haben alle, glaube ich. Haben Ja, wir? moin, ja. Dann suchen wir jetzt erstmal, weil ich tauche an die Wasseroberfläche einmal. Damit ich mir den Atemgerät kurz spare und dann würde ich kurz einmal schauen, wo wir denn die. Also ich bin gerade noch ohne Atemgerät, wenn wir nicht so lange unter Wasser Ja, ich auch. sind. Ich gucke kurz einmal, wo die Basilos sind. Okay, überall am Rand der Map, sagst du. Ja, außer an der Ostküste. Ja, easy, bin an der Westküste. Dann suchen wir mal. Das sind so Wale, sage ich mal. Viele von vielen Rochen umgeben. Ja, also ich chill jetzt erstmal, weil die Piranhas haben meinen Megalodon auf ein Drittel runtergehauen. Ist das dein Megalodon da vorne? Ja, Alpha schon. Megalodon Level 15. Ey, die Lazarus-Suppe ist voll gut. Holy, ich brauch nicht mal meinen Oh Taucher direkt fuck, gerade. Mann. Wir haben Alpha Megalodon gefunden. Der ist auf mich. Ganz schnell weg. Triggert. Ganz schnell weg. Da bist du, guten Tag. Okay, park Guten dein Hai Tag. mal hier neben meinem. Stell dir den auf mein Ziel angreifen am besten gleich. Oder auf passiv. Mal schauen. Du siehst auf jeden Fall die Thread da unten, schwimmt das Ding, ne? Siehst du? Erstmal Optionen. Nee, das da hinten. Das ist der Ah, da. Basilo und da sind ganz viele Rochen. Du musst jetzt nah ran, schießt einen Rochen ab und dann versuchst du die zu töten. Und Die Rochen. auf keinen Fall den Basilo abschießen, das ist wichtig. Du müsstest erstmal die Rochen wegkillen quasi. Ich stell mal die ein, dass die Megalodons mir folgen. Oh fuck, man. I think I might be dead because of this hit. Ja, die Mantas sind ein bisschen Okay. kritisch. Ja. Ich habe ein Basilo rohes Filet gefüttert. Der ist bei 10%. Wir müssen den 10-mal müssen wir den füttern. Nimm einen Vogel und flieg einfach nochmal hier hin. Okay, du hast die Rochen gerade schon richtig schön verteilt. Das ist sehr gut. Ich ziehe mal meine Taucherflasche an jetzt. Ich war aber ziemlich tot. Egal, Und zwar instant. das musste sein. Okay, die Rochen gehen langsam wieder zu. Ich glaube, ich werde die gleich töten müssen. Oh, das ist Megalodon. Sind 3 Megalodons, die mich angreifen gerade. Uh-oh. Nicht geil. Nee. Bin so froh, dass ich die geile Armbrust habe, Alter. War das kein Hit? War das kein Hit? Warum schwimmt er vor mich? Ich treffe gar nichts, Hilfe. Ja, ich bin so auf dem Weg, so. Komm mal, roter Dodo.
Okay. Megalodon. Mein Freund, ich würde dir gerne mal auf ein bisschen auf HP skillen. Ja. Dann könnt ihr einfach gleich wegtanken. Ah, da kannst du aufhören im Kreis zu schwimmen, du Mistvieh. Komm, Basilo. Lass die Rochen mich einfach nicht töten. Ist es noch nicht hungrig? Ist es noch nicht hungrig? No. No, fliegt weg, Haya, fliegt weg, fliegt. Wobei, nein, wir killen die Rochen jetzt, Haya, kommt. Wir killen die Rochen. Kommt, ihr tapferen Haya. Oh Gott, sind die schnell! Die Haya machen Bleeding Damage, das ist geil. Nice. Bam. Jo, einer ist bei mir, fuck. Mistvieh. Ich meine, ich sehe den Basilo. Das könnte gut sein. Ich versuche gerade hier ein paar Megalodons, dass die Megalodons das tanken und dann die killen nebenbei. Ja. Ich finde Basilo gerade noch nicht. Wo ist der? Fuck, wo ist der? Da ist der, ich sehe ihn. Digga, wie lange braucht er, bis der hungrig ist? Holy shit. Unsere Haie falken gleich. Ja, ich bin gleich bei meiner Tasche. Ich sagte, bis der hungrig ist, es dauert ewig. Der hat jetzt erst 10%, ne? Ja, geil, Digga. Let's go, ich hab ihn, Alter. Digga, scheiße. Das ist ein Blauwal. Der hat 12.000 Leben fast. Okay, der ist sehr, sehr strong. Oh. Ja, ist egal, scheiß drauf. Der Megalodon, die wollte nämlich die zwei killen. Mit Megalodon. Aber weißt du, was der sich gedacht hat? Der Megalodon, nachdem ich abgestiegen bin. Ja, war nicht auf Passive oder was? Ich gehe mal eben kurz zu dir. In die Richtung der Schwallen. Ah, hast du die Folgeabstand wahrscheinlich zu niedrig gehabt? Nee, der wollte zu dir schwimmen. Ach, zu mir? Ah, du hast ja nicht gepfiffen wahrscheinlich. Ich glaube, der war noch auf mich gefolgt und du hast, glaube ich, nicht weggepfiffen. Und du hast überlebt, ne? Ich habe überlebt. Okay, dann machst du gleich einen Sattel einfach. Ich bin gleich in der Bucht. Und dann haben wir zumindest schon mal einen Basilo, mit dem wir vernünftig unter Wasserstuff machen können, weil er 12.000 Leben. Und das Geile beim Basilo ist, der ist immun gegen Quallen und sowas. Ah, perfekt. Deshalb ist der halt richtig geil. Einziges Problem, der kriegt... Den Megalodon raus. Der kriegt ab einer bestimmten Tiefe Tiefenschaden. Wir müssten aber, wenn du einen High-Level-Megalodon siehst, nehmen wir auch noch einen mit. Wir brauchen halt wieder einen 150er oder sowas in die Richtung, weil irgendwas Geiles. Ja. Oh mein. Was ist los? Bin ich blöd? Ich glaube, der Basilo farmt automatisch Öl. Was? Der hat zwei Öl im Inventar, der hatte gerade nichts. Ja, moin. Oder war ich blind? Eventuell farmt er automatisch Öl, das wäre extrem strong. Dann steht er jetzt mittig unter Wasser. Stabil. Mach den mal an den Rand, ich glaube, es ist einfach, wenn man rankommt. Hier vielleicht, da neben das Tor. Nee, hier vorne umrandet er quasi alles. Ja, aber da kommt man nicht so einfach dran. Oder muss das wegen dem Radius so sein? Ah, okay, der Radius ist nicht so groß. Vielen Dank. Weil sie das auch besatteln. So. Oh yeah. Oder vielleicht gewinne ich gegen Alpha? Ich hab 12.000 Leben, ich try's mal. Notfalls kann ich immer wegschwimmen. Ich habe auch keine Attacke, ich habe nur eine Linkstick-Attacke. Okay, let's go. Ja, ich mach viel mehr Damage als der. Die Frage ist halt, wie viel Leben hat er? Wie viel kommen da, Alter? So, deine beiden Kumpels habe ich weggemacht, du bist der Nächste. Was hat der für eine große Hurtbox, Alter? Holy shit, ist ja geil. Also der Basilo. Ich kann grad schlecht einschätzen, wie viel Leben der noch hat. Er blutet halt noch nicht mehr, oder? Er blutet auch schon leicht jetzt. Keine Ausdauer mehr, aber darauf scheiße ich jetzt gerade erstmal. Bevor ich hier wegverrecke. Komm, der ist fast down, der ist fast down. Komm. Sehr nice. Uff. Okay, übertreib halt erstmal komplett. Ein 200% Bogen. Und ordentlich Chitins. 17 Level Ups.
Der Typ hat fucking 17 Level Ups bekommen. Der 20. Ja, moin. Was war das denn? Okay, Descent overpowered Alpha Megalodons Farm. Holy shit. Wie viel Rüstung gibt es in Chitin? Die Rose. Ja, ich hab auch zwei Level Ups. Okay, chill halt erstmal komplett deine Lage. Die Rose 122. Ah, warte mal. Was für meine normale Rüstung? Das war meine normale. Okay, das heißt, die Rose ist schlechter. Die Schuhe sind besser als meine Spot. Ich pack das mal hier rein. Die Chestplate ist auf jeden Fall die beste. Das ist die beste Hose. Das ist der beste Helm. Da sind die aber besser als meine Flak-Schuhe auf jeden Fall. So, und dann die Armschützer. 115,7. Und die normalen geben 115. Also sind die sogar auch besser. Wobei meine halt dann mehr Haltbarkeit haben. Sehr stabil. Würde ich sagen. Und der Basilo hat gerade mal eben auf chillige Basis seine Level, sein Leben verdoppelt. Das sind so Ammoniten, sehe ich gerade da. Könnte hier ein bisschen an Perlen sammeln. Und ich will auch schwarze Perlen. Diese Ammoniten, die könnten halt echt wahrscheinlich schwarze Perlen geben. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Hallo, wow, seid ihr aggressiv? Wow! Wut. Deine Geschwindigkeit. An was ist verlangsamt? Das muss also aus. Verteidige dich doch! Ist er gestunt oder was? Fuck, ich muss hier weg. Warum kann er nicht kämpfen? Ja, ich hab grad ein bisschen Angst. Ich hab grad einen Alpha-Megalodon gekillt, ne? Level 75. Der hat dem Basilo 17 Level-Ups gegeben. Ist ja der Basilo 22.000 Leben. Plus eine ziemlich geile Rüstung noch. Lederrüstung und ein ziemlich geiler. Was ist das? Schuhe? Die habe ich jetzt genommen, die Schuhe. Okay. Und noch ein 200% Bogen. Ja, nice. Was? Wo? Oh no! Lass Rappi kämpfen, Wir wollten ja eigentlich die wegnehmen, damit er nicht rausgeht. Der hat 2000 Leben, Digga. Achso, ja dann. Was wäre eigentlich diese Schildkröte hier? Lust, Piss-Schildkröte. Kannst du gleich vielleicht mal eine Massenproduktion dieser Lazarus-Suppe starten? Weil wir werden noch einiges... Woher kann ich auch gleich machen, nevermind. Ja, das können wir beide machen. Ja. Die Lazarus-Suppe, die ist geil. Medjo-Bären, Mais, Kartoffeln, Grillfleisch. Was zur Hölle? Was los? Rat mal, wo ein Diplodocus hier gespawnt ist. Keine Ahnung, in unserer Base? In der Fresskammer vom Giga. Also, man kann einen Todeswunsch ja nicht deutlicher äußern eigentlich, oder? Nein, kann man nicht. Weiß. Oh, die Wand blockt ihn teilweise, glaube ich, von der Hitbox her. Elektrophorus. Das kam von hinten. Okay. Wahrscheinlich irgend so ein Elektroal, ne? Ja, das kann gut sein. Es gibt nämlich sogar Elektroale. Und die betäuben und ich gehe davon aus, dass der Hai auch gleich ziemlich tot ist. Nee, der war actually echt auf Abstand. Okay. Der hat dich nämlich gerade mit was anderem gefightet. Wenn du kommst, kannst du dich grabben, dann bring ich dich kurz dahin. Ja, ich bin gerade hier. Willst du die Quads wissen, bei denen ich gestorben bin? Mhm, der praktisch. Jetzt unter mir. 3, 2, 1, drop. Danke. Ich muss nur zu meiner Tauchausrüstung kommen, weil das war ziemlich... Ah. Ich mach da mal ein bisschen leer, ne? Ein bisschen frei. Oh, ah, hinter dir! Oh ja. Versuchen zu pullen. Ja, mach das. Danke. Genau. Wollt ihr die Leiche? Ich bin da. Okay. Oh, da ist das ein Basilo? Ne, das ist kein Basilo.
Nein, aber erstmal ganz wichtig für mich, Taucherausrüstung. Ja, ich weiß nicht, wo der Megalodon jetzt abgeblieben ist halt, ne? Der ist gerade draufgegangen, als wir angekommen sind. Ja, die Leiche von ihm. Was sind überall Aale, sehe ich gerade. Holy shit. Du kannst mir nichts, ich bin Basilo, du Bot, Alter. Bot-Aal. Aber warte, der ist gar nicht immun dagegen, aber das macht ja ein bisschen. Ich hab einen neuen Level. Jabir, was bist du? Warte, mach nichts, der ist Aal. Ab auf Gewicht damit. Weg mit dir. Ich kann den Gigantosaurus-Sattel jetzt machen. Yo. Na gut, ne? Ein bisschen spät. Ganz bisschen. Wow, yo, ich ersticke! Fuck, ich hab. Kompetent.